Bei der Kreisvolkshochschule Northeim wird auch mit Ton gearbeitet. Unsere Kurse beinhalten eigentlich drei große Bereiche, und zwar das Aufbauen von Gefäßen, figürliches Arbeiten und Reliefs. Das sind so die drei Grundbereiche. Außerdem können wir differenzieren zwischen verschiedenen Glasuren und Farbkörpern, also die Dekormöglichkeiten dieser Arbeiten. Dann kommt noch hinzu, dass wir verschiedene Brennmöglichkeiten haben, angefangen vom Elektroofen über den Rakoofen und den selbstgebauten Reduktionsofen. In den Kursen gibt es Anregungen, die bei den Teilnehmenden zu eigenen Ideen führen sollen. Und womit fängt die Arbeit an? Ja, ein Anfänger, der sollte bei mir immer drei Grundgefäße machen. Einfach, die sind relativ einfach, also vom Zylinder über die Kugel zu einer kleinen Schale, um eine gewisse handwerkliche Sicherheit zu bekommen. Das ist mir sehr wichtig. Wenn man als Teilnehmer eine gewisse handwerkliche Sicherheit hat, dann kann er auch seine eigenen Entwürfe machen, seine eigenen Formen entwickeln. Das ist ganz wichtig, dass es kein Zufallsergebnis wird. Die Entwicklung sieht man darin, dass das Sehen sich einfach verändert. Man bekommt eine andere Sichtweise auf Formen, auch auf figürliche Darstellungsweisen, dass man reduziert arbeitet, eine Form klar herausarbeitet, sich nicht in Nebensächlichkeiten verliert. Und dementsprechend auch wählen kann, ob man sein Stück glasiert oder unglasiert lässt. Und ja, da wird man halt immer sicherer in der Entscheidungsmöglichkeit. Das Arbeiten mit Ton wirkt sich sogar auf das Wohlbefinden aus, manchmal über den Kurs hinaus. Ich habe damit angefangen, weil ich gerne was mit den Händen machen wollte, und das kann ich ja hier den ganzen Tag. Und die Wirkung ist, dass wenn man hierher kommt und das tut, man total zu sich kommt. Also es ist wie so eine Art Meditation. Und ich bin dadurch irgendwie ausgeglichener. Und wenn man hierher kommt und irgendwelche Sachen mitbringt, die, einen beschäftigen, schlechte Laune oder so, kann man das alles gut hinter sich lassen, und die Energie hier von den anderen Menschen nimmt man auch wahr, und es macht auch total Spaß, sich auszutauschen über die einzelnen Gegenstände, die die einzelnen Leute machen. Also man lernt sozusagen auch von den anderen, die was machen. Also ich komme morgens hierher, ich kann mit Sorgen kommen, ich kann mit Kummer kommen, und wenn ich hier arbeite, dann ist das vergessen. Dann ist man in der Arbeit und man kann alles andere vor dieser Werkstatttür lassen. Ja, so ist es. Und ich gehe auch mit einem besseren Gefühl nach Hause, was auch zu Hause anhält. Nicht den ganzen Tag vielleicht, aber es trägt mich noch. Und was machen die Kurse sonst noch mit den Teilnehmenden? Ich denke, dass man allgemein einen weiteren Blick bekommt auf die Kunst, auf die Darstellung, auf Künstler überhaupt. Man beschäftigt sich hier in unserem Bereich auch oft mit Bildhauern. Bildhauerische Arbeiten sind sehr, sehr wichtig hier bei uns. Oder auch besonderen Keramikern in der Gefäßkeramik, wie zum Beispiel Lotte Reimers, die mit Aschen arbeitet. Das ist sehr vielfältig. Also die Entwicklung geht immer weiter. Wir treten nie auf der Stelle.